Erwachsenwerden ist schlimmer als eine Nahtoderfahrung. Ich sag euch das aus voller Überzeugung. Denn vor 2 Jahren haben meine Babysitterin und ihre Freunde versucht, mich zu töten. Das Schlimmste daran ist, niemand glaubt mir. Ich hätte es mir ausgedacht und wäre verrückt. Ich vermisse sie. Der kleine Irre ist verknallt in eine angebliche Killer-Babysitterin. Du musst nur flachgelegt werden. Was raten Sie mir? Genau den Scheiß hab ich verzapft, oder? Cole, du bist mein bester Freund. Das liegt nicht an dir. Das Gebäude hier treibt dich in den Wahnsinn. Wir fahren dieses Wochenende alle an den See. Komm doch mit mir. Und sein Auto steht vor der Tür. Du und ich. Wir sind wieder da! Oh. Oh. Nein, 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 nein. Los geht's, Cole! Alles okay? Du glotzt, als wäre ich ein schwarzer, hübscher Geist. Keine Sorge, Leute. Mir geht's gut. Wo ist Sonja? Kekse holen. Ich hab euch alle sterben sehen! Wir sind tot. Tada! Ihr steht eindeutig auf heftiges Cosplay. Ich lass euch mal allein. Au! Oh, shit! Oh nein! Jetzt geht alles wieder den Bach runter! Gib mir ein Update zu dem Psycho Breakfast Club. Die brauchen ein Blutopfer. Die haben einen Pakt mit dem Teufel. In 3 Stunden müssen sie das Ritual beendet haben. Verstecken wir uns bis Sonnenaufgang. Wir müssen es beenden, sonst müssen wir in der Zwischenwelt warten. Ich liebe dich, Cole. Hast meinen Schwanz gefunden, Cole? Dass in dieser Nacht noch mehr Erotik geht. Hey, Cole. You're my killer of the night. Dass ich nicht als Erster umgebracht wurde. Das ist Post-Jordan-Peele-Ära-Horrorfilm-Fortschritt.